So, letztes Stündchen für heute ist angebrochen, denn ich krieg so langsam Kopfschmerzen, das ist nicht gut. Hier bei den Cubes waren wir stehen geblieben. Rüstung habe ich keine an. Welche hatten am wenigsten? 120, 122, 150 und die. Ach, die. Oh, du Scheiße. Du kommst ja hier nicht raus, das ist cool. Ey! Hör auf mich zu hauen! Kleiner Arsch, du. Ich hab Looting drauf. Warum droppt der nicht dieses Ding, was ich brauche? Alter, der hat ja auch noch Heal-Effekt. Jetzt hat er's gedroppt. Und für was kann man das gebrauchen? Für nix oder was? Cool. Wow. Da hat sich auch noch nichts geöffnet. Ja. Gab wieder einen Geldsack. Hässliche Katzen. Ich hasse die Viecher in Minecraft. Sorry, aber ich hasse die auch im Real Life. Ja, wenn wir die anderen hier für Dark Ore fehlen, würde ich sagen. Das wieder raus, das wieder raus, das alles anziehen. Das dahin und das dahin. Dieses Reinforced macht mich kirre im Kopf. Hummingbirds, genau. Und hier Alligator Shaping Turtle. Genau, diesen Helm. Den kann man ja nur craften. Und die Scuds kriegt man nur aus Turtles. Ich finde keine Turtles. Wir haben doch das Animal Buch. Crocodile. Ne, ich such die Turtles. Hammer Shark. Okay. Alligator Shaping Turtle. Genau, die brauche ich. In Sümpfen? Willst du mich verarschen, wie oft ich in Sümpfen war? Und da war keine. Stopp. Wir hatten hier ein Gans in der Nähe. Da müssen wir auch nochmal hin. Wir brauchen noch diese hässlichen Drachen. Viecher, ey. Oh Gott. Wir hatten doch hier einen Sumpf ganz in der Nähe. Hier hinten. Das ist doch Swampland. Das ist Richtung Nordosten. Da gehen wir jetzt hin. Da gehen wir noch nicht hin. Wir schlafen erst. Ich kann noch nicht schlafen. In Swamplands. Meine Chicken Farm. Die nur sehr selten Eier droppen. Sag mal, die Pokebälle würde ich dann gerne doch nochmal mitnehmen. Dass ich eventuell mit zwei Turtles bei mir hier einfange. Ach komm! Ey, wisst ihr was? Ist mir gerade zu blöd, ich nehme jetzt ein Bett mit. Hab
genug von den Dingern. Nordosten. Dieses Windrad. Nein, warum? Warum ist denn das da hinten so dunkel? Okay. Wir haben keinen Blödsinn gemacht mit dem Server. Jetzt ist es normal. Nordosten Richtung Blaze Spawner. Okay. Vielleicht finden wir ja noch ein Blumenfeld mit diesen komischen Kackvögeln. Nur da war der Blaze Spawner. Da hat Gott Weinmeiner genutzt. Das sieht man halt voll. Wird langsam dunkel hier. Kann ich schon? Kann immer noch nicht schlafen. Nach oben. Mann, Mann, Mann. Es müsste zumindest in meinen Augen ein Sumpf sein, wo wir gerade hingehen. Ich dachte, ich habe was eingesammelt. Jetzt kann ich aber schlafen. Also ich muss mit Dark auf jeden Fall die Mob-Quests im Nether machen. Weil da werden wir definitiv zu zweit ran müssen. Da werden wir uns noch ein paar Totem auf Undanks craften müssen. Bin ich jetzt bald mal da? Ja, gleich. Einmal durch den dunklen Tunnel. Ich hätte das Pferd mitnehmen sollen. So, jetzt, das müsste doch jetzt das Warm. Ja, Sumpf sein, ne? Das sieht man ja schon. Wir gucken mal, F3, Wheatland, River, Wheatland. Ah, nein! Hier gibt es Krokodile, das weiß ich. Aber ist doch kein Sumpf. Okay. F3. Crocodiles sind im Reedland, das weiß ich. Wir können aber mal gucken. Rare Swim Speed, Copy of Book. Aha. Auch Swamp. Wir nehmen mal das Silktouch, die Silktouch-Picke mit raus. Pff.
falls wir entweder hier ein Ei sehen sollten, aber ich weiß nicht, lassen die Eier droppen, also fallen beim Töten? Ich weiß das gar nicht. Da blubbert's bloß. Hier ist halt aktuell gar kein Wassermob. Wow. Wow. Da hinten geht der Sumpf auf jeden Fall noch weiter. Hier ist Blumenland. Da müsste so noch Hummingbird sein. Sag mal, ja, weg damit. Brauche ich nicht. Warum spawnt jetzt hier aktuell nichts? Hier ist ein Fluss und Sumpfland. Das ist nämlich der Sumpf bei Biomes Plenty. Seltsam, seltsam. Aber ist er nicht der Einzige. Das ist Clay, das braucht man nicht. Soweit ich weiß, Darko hat ja schon ein Crocodile-Ei. Das ist echt creepy. Nö, da blubbert's nur im Wasser. Auch nix. Auch nix. Da ist noch ein Kack-Zombie. Direkt hier dahinter wäre rein theoretisch das Blumen... die Blumenwiese, das Blumenmöhr. Ich hoffe doch, dass das hier als Flower-Dings gewertet wird. Es ist immer noch Weedland. Okay, dann sind das hier nur die Saplinge, die gewertet werden. Ah, okay. Stirb, du Babyviech. Diese Raben, ne? Die haben mich zum Anfang des Projekts so abgefuckt, dass die meine Felder kaputt gemacht haben. Das war so ein Abfuck. Hier, ich will nicht die ganze Zeit im Eisbiom. Da hinten wäre noch was gewesen. Wir haben halt eine richtig beschissene Spawn-Location hier gefunden.
habe das so mit den Städten zu groß eingestellt. Das ist alles nur Default-Einstellung von der Mod her. Ich hätte die kleiner gestalten sollen. Naja, jetzt für Änderungen ist es eh zu spät. Was ist denn das? Ui! Ui! Guck ich mir dann alles an. Ui! Das war ja mal cool. Ist eine nice Ausbeute. Cool. Nice, es gibt versteckte Räume unter Wasser. Das ist ja noch besser. Da macht das Loot noch gleich noch mehr Spaß und ich schwimme gerade die ganze Zeit falsch. Hi. Was ist das denn? Das sind Fische, ganz normale. Ich mag die Orcas. Die sind voll knuffig. Ich wünschte, ich hätte auch einen. Alter, die Zombies da drinnen. Ich habe keine Blöcke mitgenommen, fies. Renne ich noch richtig? Ja. Gibt's hier vielleicht noch die eine oder andere Kiste? Da sehe ich eine. Ja, das nehmen wir mit. Den Rest brauchen wir nicht. Hier gibt es keine. Bäh. Alter, das hat sich angehört wie ein Schaf. Jetzt sind wir gleich wieder da. Schön. Oh, da ist auch noch eine Kiste. Warte mal. Scheiße. Ich habe doch ein paar Blöcke mitgenommen. Alter. Ja. Und das da. Alles andere brauche ich nicht mehr. Das gehe ich lieber auf die altmodische Art und Weise noch farmen. Das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. Das ist nur Dreck. Ja. Nein, bleib da oben. Bleib da oben drauf. In der Ecke waren wir schon. Ich wollte da runter zu der, wo wir noch nicht waren. Gespawnt ist hier auch noch nichts. Ich will mich jetzt aber auch keine Stunde AFK hinstellen. Das ist ja dann langweilig.
das kann weg, das kann weg, das kann weg. Brauche ich alles nicht. Hier gibt's keine Tür raus. Scheiße. Ja. So. Hier ist nochmal ein Stück Sumpf. Ich weiß auch nicht, ob bei uns im Fluss die Krokodile nachgespawnt sind. Rein theoretisch haben wir hier eins. Oh nein! Ich wollte nur das Gras wegmachen. Dass ich hier dann ganz in Ruhe kämpfen kann. Wo ist es denn? Da hinten ist es. Hä? Wo ist es hin? Da! Passieren dürfte mir ja rein theoretisch nichts. Rein theoretisch gesehen so. Wo sind meine Fackeln hin? Okay. Lol, wieso liegen die hier hinten? Warte mal, ich würde hier gerne mal so ein... Aufgang bauen. Oh, da kommt's. Komm. Alter, das springt ja! Nö, nicht mit mir. Wie viel Leben hast du überhaupt? Warte mal. Das ist ein bisschen mehr als erwartet. Okay, Headshot bringt gar nichts bei dem Tier. Ich will jetzt ohne zu viel Damage machen. Rein theoretisch schläft das ja jetzt. Oder auch nicht. Was? Nein, lass mich. Scheiße. Pistel. Ein Ei. Nice.
Da haben wir auch das Gerät. Wir haben jetzt auch ein Krokodil. Ei, das gefällt mir. Die dahin, die dahin, das da rein. Okay, jetzt müssen wir das Ei ausbrüten. Jetzt brauchen wir aber noch so eine Schildi. Und die müssten rein theoretisch auch hier spawnen. Da hinten geht's dann noch ein bisschen weiter. Okay. Da ist nun Delfin. Okay, also hier sind keine Schildkröten. Dann lunzen wir nochmal hier hinten. Hier soll ja auch noch Sumpf weitergehen. Aber auch hier ist keiner. Warum, Modpack? Warum tust du mir das an? Das ist voll gemein. Das kann... Da hinten geht's ja nochmal weiter, Nordosten. Ei, ei, ei. Nordosten war das, ging's weiter. Ey, ist alles... Das erkennt schon an den Pilzen, dass hier noch... Was? Dass hier noch Sumpfland ist. Oh, Kiste. Brauche ich nicht. Ma. So. Okay, hier ist nichts im Wasser. Ja, das ist alles noch Sumpf hier hinten, geil. Ich hoffe inständig, dass da endlich mal eine Turtle spawnt. Da war eine Kiste. Sag mal, na, damit hier ein bisschen Zeit vergeht zum Spawn der Tierchen. Ist da nur Müll drin, den ich nicht brauche. Sollte jetzt nicht passieren. Ah, hier ist ein riesiges Sumpfgebiet. Nice, nice. Aber bis jetzt noch keine Schildkröte. Warum? Ui. Da geht's aber tief runter. Hm.
Auch keine Schildkröten. Ich glaube, das Pack verarscht mich. Ich habe mit Netherite und Diamanten so viel Luck, aber bei Schildkröten hört's auf. Was das denn? Ein Fisch. Einfach nur ein Fisch. Mann. Ach komm, das ist jetzt echt nicht mehr lustig hier. Da ist wieder ein Teddybär. Ich hab... warte mal, hab ich Honig? Ich hab Honig dabei. Ich hab Honig dabei. Ich muss nur Mama Bär töten. Alter, wie viel Leben die hat einfach. Ah, hör mal auf! Jetzt habe ich mein Essen weggeschmissen wegen dir! Du stirbst jetzt, Bär, tut mir leid. Mir Babybär Honig. Ach du Scheiße. Willst du ein Brot haben? Willst du eins haben? Da. Der braucht jetzt halt wirklich so lange. Ach, du Heimatland. Lassen den jetzt einfach mal da drinne. Bär. Guck mal, ob wir hier noch irgendwas finden. Na, du kleiner Arsch. Willst du auch noch ein Brot haben? Guck mal, Wasser ist eins. Sag mal. Guck mal, Brot. Da. Da. Komm, ich weiß, dass du es waschen gehst. Oh, die Tiere, Alter. Ich feier die Motten. Ich feier die Mods so hart. Da ist auch nichts gespawnt. Ich möchte halt auch nicht zu weit weg von den Bären gehen.
Alter, hier hinten geht's einfach weiter mit dem Sumpf. Das ist ein Squid. Das ist Clay. Da hinten fängt das Schneebiom an. Da ist ein Krokodil. Aber halt nur ein Krokodil, keine Schildkröte. Ich verstehe das nicht. Ich weiß auch nicht mal, ob es hier noch einen Vanillasumpf irgendwie gibt. Nee, geht weg, ihr kriegt nichts mehr. Nein, hör auf zu betteln. Seid ihr schlimmer wie meine Kinder? Nicht zu weit weg, Ike. Ein Orca, okay. Ha! Nee. Wobei, den Jungtieren werfe ich auch jedem mal einen Honig zu. Den Jungtieren, Muttern. Ja, was willst du machen, hä? Was willst du, hä? Deine Kinder gehören alle mir. Stimmt, die Orcas machen ja alles kaputt. Die machen ja alles kaputt. Sorry, wenn ich gerade so ein bisschen ruhig bin und so, ne? Aber mich ärgert das mit den Schildkröten. Da ist eine Mücke. Oh Gott, tut mir leid. Da müssen wir doch so Mutantenviech von klatschen, ne? Ganz ehrlich, ich bin jetzt mal so frei, Mama Bär, ja? Darf ich? Du bist doch bestimmt so lieb. Danke! Falls es mit dem nicht klappen sollte, ich hab noch zwei Stück. Und die haben gut Leben. Was? Was war das gerade für ein Geräusch? So ein... Und ich war das nicht. Woran erkennt man eigentlich im Wasser so eine Schildkröte? Ich glaube mal nicht, dass die 4x4 Blöcke sind. Die werden bestimmt wie die Standard-Vanilla-Schildis sein. Aber die erkennt man halt richtig gut. Vorsicht, selber mal das Schwert ausrüsten hier. Da muss man irgendwas Bestimmtes machen, dass die spawnen. Es sind ja halt einfach nur Schnappschildkröten und die sind halt eigentlich auch gar nicht so groß. Die müssten rein theoretisch die Größe eines Blocks haben.
Oder ich muss mir das, was dort im Buch steht, mal übersetzen. Ne? Ist schon scheiße. Hammer, wo spawnst du denn? Im warmen Wasser, hab ich euch noch nie gesehen. Ja, der im Dschungel, der Gorilla genauso. Wir haben auch noch nie einen Dschungel gefunden. Found in Swarms, Truck Outs, Overworld. Ja, schön. Wow. Wow. Was ist ein Mungo? Ach. Okay. Krähe, die sind mir egal. Oh, die haben wir gesehen. Die habe ich auch schon gesehen. Die habe ich doch gar nicht gesehen. Die habe ich schon gesehen. Die habe ich auch noch nicht gesehen. Die werden doch bei von denen rausgeschossen, glaube ich. Oh nein, es wird Nacht. Vielleicht bringt es ja was, wenn ich mal hier schlafe. Aber dieses Suchen halt, das dauert Ewigkeiten. Aber Darko meint ja, dass dieses Pack nicht dafür gedacht ist, sich an einem Ort aufzuhalten. Was eigentlich sinnlos ist bei einer Zombie-Apokalypse. Da baut man sich eine Base und dann zieht man durch die Lande, um zu farmen, zu looten und. Zumindest bei Walking Dead ist es so. Wo ist er denn? Bist du groß oder klein? Immer noch klein. Schön. Hey Mama Bär. Findest du schlimm, dass ich deine Kinder eingefangen habe? Nein? Soll ich dich auch einfangen? Soll ich? Ja, mache ich. Dich lasse ich bei Darko in der Base raus. Einfach, weil ich es kann. Ja. Oh Gott. Wie lange denn noch? Also der muss in 20 Minuten fertig sein, der Bär. Sonst muss ich das mit den zwei anderen Scheiß alles machen. Was? Das ist ein Fuchs. Hey, die waren doch gerade eben noch nicht da. LOL. Okay. Nice. Nice, nice, nice. Nein, ihr kriegt nichts mehr. Ich muss auch für mein Essen hier arbeiten. Sucht mir eine Schildkröte, krieg ich da einen ganzen Stack Brot. Ja? Okay.
Dann brauche ich die hier jetzt aber auch erst einmal nicht. Die können erst einmal da rein. Das kann weg. Honig kommt dahin. Immer noch 714. Kann es sein, dass ich wirklich in der Nähe sein muss? Und den Chunk nicht verlassen darf? Das ist ja dann scheiße. Muss ich mir jetzt hier ein Nachtlager aufschlagen? Ach Mann. Ich könnte ihn halt hier mit einem Zaun einbauen. Warum kommt mir die Idee nicht früher? Dann kriegt er auch keinen Schaden. Wenn er erwachsen wird. Hier, bau dich mal ab. Danke für die paar Sticks. Auch wenn es nicht viele waren. So rum? Ne, andersrum. So. Eins, zwei, drei, vier. Ja, du kleine Scheißerle. So. So. Baum, du musst leider weichen. So, Scheiße. Oh. Ah, er geht wenigstens raus. Da ist er. Warte, Scheiße, warte. Los. Ha! Wie lange noch? Oh. 600, wie viele Minuten sind denn das? 60 ist das. Sind 10 Minuten noch! Was? Ich habe ja genug Fackeln. Ich könnte mir hier ein neues Leben aufbauen. Das würde Gorni auffallen. Nein. Jetzt. So.
Naja, könnte schöner sein, das Zelt. Es könnte schöner sein. Außer... Ja, ich weiß, das sieht grottenhässlich aus. So. So. Hier drinnen werde ich leben ab sofort. Ey, du hast Holz da drin, dann gib das her. So. Hier werde ich ab sofort leben. Die nicht, die nehme ich mit. Die sehen cool aus. Hat immer noch keine Schildkröte gespawnt. Leckt mich fett, ey. Ich habe die Faxen dicke langsam. Teddy, wie lange noch? Was? Blub Blub hat's gemacht. Boah, das sieht so geil aus, wenn die Orcas springen. Wer weiß, wer weiß. Noch sag mal, bin ich hier eigentlich noch im Chunk drin? Ich müsste das doch eigentlich sein. Kann ich noch irgendwas aus Sticks bauen, was ich hier so... Nein. Okay. Ich bräuchte noch ein bisschen Stein. Für den Ofen. Das brauche ich auch noch. So, und das brauche ich noch. Alter, die Free Willys hier, das ist so geil. Warte, mir fehlt ein Stein. Warum? Ich habe doch 8 gefarmt. Da oben hat er gelegen. Ich habe den Ausreißer gesehen. Das und das. Hier haben wir noch ein kleines Lagerfeuer. So. Hier haben wir noch einen Ofen, vorsichtshalber. Ich habe keine Dreckblöcke mehr. Egal, die farmen wir uns schnell. So. So, wie lange noch? 93 noch. Das wird mein neues Zuhause werden. Ach, Mann, warum gespawnt alles aus Schildkröten? Warum?
Oh Mann, ey. Grizzly Mama, du kommst damit rein. Jo. Wie sieht's denn aus? Immer noch so lange. Ich werd hier noch richtig alt, Alter. Eine Tür war so. Ja. Weil ich bräuchte noch eine für das Gatter hier. Teddy, futter mal ganz kurz was. So. Ja, komm, hier. Hey, du bist schlimmer als meine Kinder. Komm, nimm und verpiesel dich. Du blödes Viech, ey. So. Teddy, werd der nimmt das trotzdem cool. Werd schneller Erwachsener. Ich halt's nicht mehr aus. Gut, ich werde mich jetzt hier nochmal AFK hinstellen, in der Hoffnung, der ist dann fertig getamed. Mach ein kurzes Päuschen. Und dann mache ich halt noch eine Stunde, wenn es sein muss, oder zumindest ein paar Minuten, die ich dann in die Folge rankatte für YouTube. Bis gleich. So, ich hoffe, der Bär ist nicht erwachsen geworden in der Zeit. Und ich schlafe erstmal eine Runde.
Wird hier langsam ein bisschen gefährlich. Komm. Ich muss noch das Bett wieder abbauen. Wie lange noch? Geil, nicht mehr lange. Yeah. Bleibst du mal bitte weg von mir? Danke. Eigentlich ist das doch ein Rotpunktvisier. Warum hat das einen weißen Punkt? Yeah. Naja. Hier, Teddy, ein allerletztes Mal Honig. Oh, nee, doch nicht. Oh Mann. Hey, es ist voll langweilig, wenn man auf den Bären warten muss. Wenn ich zu weit weg bin, hört die Zeit auf. Mit seiner Honigschnute. Ah, habe ich irgendwas, womit ich Blödsinn machen kann? Nö. Gar nichts. Sag mal, ich will euch jetzt nicht die ganze Zeit hier fressen. Wie viel Hungerkeulen? Eine, zwei. Ich futter euch erstmal euch. Zweieinhalb. So, dann kann das und das dort hin. Teddy, du hast keine Honigschnute mehr. Alter, immer noch so lange. Wisst ihr was? Ich will ein Bild davon haben. Nein, warte mal. Das war falsch. So. Kuh. Komm. Warum kommst du da auf einmal nicht mehr ran? So, Thumbnail gemacht. Wie lange noch? Och, eine Minute noch. Ich hoffe, dann gehörst du mir. Das ist langweilig. Und Schildkröten sind immer noch keine gespawnt. Warum? Wo sind die Orcas hin? Ich war das nicht. Ich war ganz lieb. Ich habe die nicht getötet. Boah, gleich bist du meine. Gleich gehörst du mir. Nein. Au. Gleich gehörst du mir. Gleich gehörst du mir. Und wenn du jetzt erwachsen wirst und mich angreifst, ich lass dich eingesperrt. Das steht fest, ich lass dich eiskalt eingesperrt. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Gehörst du jetzt zu mir? Oder nicht?
verstehe das nicht. Moment. Du bist ein Baby. Ja. Ach, halt den Mund. Ich baue jetzt hier so ein Ding und da müssen die dann und so, ne? Da muss es dann hier klappen. Ich bleibe jetzt nicht stundenlang irgendwo in der Wildnis hocken. Wow. Wow. Ach, das ist so ein Zaun, scheiße. Na dann. Einmal das und das. Wenn ich jetzt hier zwei Paare, gehört mir dann das Grizzlybär-Baby? Du bist meine. Nein, du bist nicht meine. Macht ihr jetzt ein Baby? Anscheinend nicht. Okay. Gut. Da werde ich jetzt den Stream hier aber erst einmal beenden.